Willkommen zu Frontal 21, wie immer. Natürlich ehrfürchtig vor großen politischen Leistungen, aber ohne Furcht vor großen Koalitionen. Unsere Themen heute unter anderem: Banken auf Beutezug, Zinsabzocke auf Kosten der Kunden. Im Folgenden geht es um Geld, das Ihnen gehört, das man Ihnen aber seit Jahren aus der Tasche zieht, meist ohne dass Sie es merken. Es geht um die Buchungstricks der Banken. Nur ein Beispiel. Ich habe am vergangenen Freitag Geld von einem Konto auf das andere überwiesen, alles per Knopfdruck. Weg war das Geld dann auch sofort. Wieder aufgetaucht ist es erst heute. In der Zwischenzeit arbeitet das Geld natürlich, nur nicht für mich, sondern für die Bank. Es war ein kleinerer Betrag, aber da es allen Kunden so geht, reden wir hier von einer gigantischen Summe. Und es ist nicht der einzige Trick, mit dem die Banken Geld verdienen. Markus Bankowski und Ludwig Klug über die Entdeckung der einträglichen Langsamkeit. Lutz Findling ist stolzer Hausbesitzer. Die Dachwohnung hat er selbst bezogen, den Rest vermietet. Ein lang gehegter Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Unser Traum war schon immer, ein Penthouse zu haben, weil wir hatten lange genug große Gärten. Und hier haben wir das verwirklicht und realisiert, was wir uns so vorgestellt haben. Die Erfüllung ihres Traumes haben sie sich viel kosten lassen. Rund 1 Million Euro Kredit. Den zahlt Findling knapp 5 Jahre ab, bis er Verdacht schöpft. Er lässt die Unterlagen prüfen. Für ihn wird zur Gewissheit, die Bank hat ihn jahrelang übers Ohr gehauen, ganz methodisch. Am 1. eines jeden Monats bucht die Bank die vereinbarte Rate ab. Dem Darlehenskonto aber wird der Betrag erst 29 Tage später gutgeschrieben. Ein satter Zinsgewinn für die Bank, Monat für Monat, 5 Jahre lang. Ein Gericht gab Findling inzwischen recht. Jetzt will er 400.000 Euro zurückhaben. An ein bloßes Versehen der Bank mag er nicht glauben. Dass eine Bank in der Hinsicht ein Versehen begeht, glaube ich nicht. Das ist also ganz sicher gewollt. Und ich meine, wenn man mal die Schriftsätze sieht, die glauben sich ja auch wirklich noch im Recht. Wir fragen nach bei der Bank. Kein Interview, keine Stellungnahme. Wir filmen die Bank von außen. Daran will uns der Vorstand mit aller Macht hindern. Grüß Gott, was sagen Sie mir bitte, was Sie da machen? Wir filmen. Ja, mit welcher Berechtigung? Das Vorgehen der Bank sei weder ein Einzelfall noch ein Irrtum, sagen unabhängige Finanzexperten. Sie vermuten eine Masche. Das sind dann immer Systeme. Denn so etwas macht man nicht von Tag zu Tag. Es gibt auch Fehler im Bankenbereich, da muss man gut aufpassen, Fehlbuchungen, aber so etwas nicht. Das sind Systeme und da denken die Banken häufig subjektiv, sie seien im Recht, obwohl sie es nicht sind. Auch Familie Opel fühlt sich von ihrem Geldinstitut hintergangen. Ihre Sparkasse habe jahrelang Ein- und Auszahlungen falsch verbucht. Als Alexander Opel auf die Fehler hinweist, speist seine Sparkasse ihn ab. Da wurde das immer so belächelt, nach dem Motto, ja, wir sind die Sparkasse, wir machen keine Fehler. Die Opels lassen die Kontobewegungen prüfen. Das Ergebnis, durch Falschbuchungen entstand ihnen ein Schaden von rund 20.000 Euro. Schon die Buchungsdaten machten stutzig. Im Fall Opel wurden bis zu 40% der Wertstellungen an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen gemacht. Also ein erheblicher Teil an Falschbuchungen, die sicher sind. Der Verdacht, Gutschriften wurden hinausgezögert, Belastungen womöglich sogar rückdatiert. Die Sparkasse will sich nicht äußern. Wie Familie Opel geht es sehr vielen Bankkunden. Doch den wenigsten fallen so trickreiche Buchungen auf. Es ist ziemlich unübersichtlich in diesem Bereich, aber die Banken nutzen das leider systematisch aus, indem sie in jeder Lücke ein neues System fahren, was sie ja wissen. Der einzelne Verbraucher wird es entweder gar nicht merken oder wenn er es merkt, ist das der Aufwand zu hoch, nicht? Und wenn es dann mal in der Presse kommt, können wir immer nur sagen, das war ein Einzelfall. Doch Familie Opel stößt auf weitere Ungereimtheiten. Mit der Sparkasse hatten sie ein Darlehen vereinbart mit variablem Zins. Der richtet sich bei solchen Verträgen immer nach dem gerade gültigen Zins der Bundesbank. Wenn der fällt, müssen auch die Darlehenszinsen sinken. Nicht so bei den Opels. Im Fall Opel wurde schlichtweg die Zinssenkung nicht weitergegeben. Das heißt, der Referenzzinssatz, also der Bundesbankzinssatz, ist gesunken und die Bank hat immer noch den ursprünglichen Zinssatz berechnet.
Ein gutes Geschäft, so Finanzsachverständiger Rainer Hertel. Und offenbar wieder mit Methode. Denn die Sparkasse Rosenheim hat nicht nur einmal falsch gerechnet. Nach Ablauf der Zinsfestschreibung hätte die Sparkasse die Zinsen an der grünen Linie anpassen müssen. Tatsächlich hat sie aber die Zinsen an der roten Linie hier oben angepasst oder vorgenommen. Und hier dazwischen liegen bis zu knapp 3% pro Jahr. Je größer der Abstand, desto höher der Gewinn der Banken. Monat für Monat, über Jahre hinweg, wird so bei den Kunden abkassiert. Dabei hat die Justiz bis hin zum Bundesgerichtshof den Kunden immer wieder Recht gegeben. Es gibt für jeden Bereich ein Urteil. Für jeden denkbaren Bereich, in der kleinsten Abweichung, gibt es eigentlich auch schon wieder Urteile. Aber die Banken halten sich nicht dran. Doch der zuständige Verband will von all dem nichts wissen. Also nach allem, was wir vernehmen, halten sich die Kreditinstitute in Deutschland an ihre geltende Rechtsprechung. Das gilt sowohl an höchstrichterliche Beschlüsse als auch natürlich an die entsprechenden Verträge, die hier abgeschlossen wurden. Insofern sehen wir hier keinen Handlungsbedarf. Kein Handlungsbedarf. Für die Kunden klingt das wie Hohn. Sachverständigen ist längst klar, immer wieder nutzen Banken das Unwissen ihrer Kunden aus. Und nur wenige trauen sich, gegen so mächtige Gegner vorzugehen. Damit rechnen die Banken. Von 10.000 Kunden kommt ja vielleicht nur einer, der mal reklamiert. Mit dem einigen wir uns noch in Form von einem Vergleich. Und von den anderen können wir doch das Geld behalten. Die Opels haben sich gewehrt. Sie schalteten einen Anwalt ein. Die Reaktion der Bank? Eine kaum verhüllte Drohung. Wissen Sie, unsere Rechtsabteilung ist immer frisch, die wird immer erneuert, aber Sie werden immer älter. Ich würde mir das überlegen, ob ich diesen Weg einschlage. Doch bei den Opels hat sich das Geldinstitut am Ende noch einmal verrechnet. Sie klagen. Der Bundesgerichtshof hat vor Jahren schon entschieden, dass Bareinzahlungen und eingehende Überweisungen noch am selben Tag gutzuschreiben sind. Na dann. Im Internet gibt es dazu gleich Tipps eines Kreditsachverständigen.